wir nach einer langen und anstrengenden Wüstenwanderung endlich an einer Oase angelangt ist, der freut sich mächtig. Der ist froh über das reichhaltige Nass, das nicht mehr nur so spärlich daherkommt wie die knappen Wasservorräte, die man mit sich geschleppt hat. Und man freut sich ebenfalls an dem vielen Grün, das vom Leben spricht, im Gegensatz zu dem reichhaltigen Wüstensand, der einem vorher ja einiges abverlangt hat. Da war die große Sehnsucht da, endlich auf das erfrischende Nass zu stoßen, das vorher eben nicht in diesem Maße ausreichend vorhanden war. Und die Umgebung eben nicht mehr vom Wüstensand, von den heißen Anforderungen geprägt, sondern auch schattig mit den Palmen, mit den Bäumen und Sträuchern, die vom Leben sprechen, die auch einladen, einmal bewusst sich hinzusetzen, ausruhen zu dürfen und das Leben in Freude genießen zu dürfen. Auch in unserer geistlichen Wüstenzeit brauchen wir diese Oasen, bei denen wir einmal wirklich richtig auftanken können. Wir sind nun durch den Letare-Sonntag in der Mitte der Fastenzeit angelangt. Es ist der Sonntag Letare, der von der Freude spricht. Eine Freude, die im Wort Letare schon grundgelegt ist. Das Ziel ist endlich etwas mehr in Sicht und es kann wirklich große Freude innerlich aufkommen, dass bereits nun eine Halbzeit hinter uns liegt. Die haben wir schon geschafft und gemeistert. Atmen wir also bewusst auf und genießen wir diesen Moment in dieser Oase, wo wir auftanken dürfen für uns ganz persönlich selbst. Und dazu noch zwei Fragen, die ich für diese Woche mir stellen darf. Wo sind im Alltag, nicht nur in der Fastenzeit, sondern generell, meine Orte zum Auftanken? Bist du konsequent, auch diese Orte dann aufzusuchen, wenn in deinem Alltagsleben viel los ist? So genieße nun das Aufatmen und hole Luft für die zweite Hälfte der Fastenzeit. Viel Spaß dabei!